begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal ein bisschen was anderes ausprobieren. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen was über mich erzählen, wie ich so zu YouTube gekommen bin. Und ich hoffe, es macht euch Spaß zuzuhören. Das Ganze würde so unter das Thema Level Talk fallen. Und wenn euch das gefällt, würde ich gerne da eine kleine Serie drauf machen und immer mal wieder über Themen reden, die mich interessieren oder die euch interessieren. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne so hören wollt. Genau, und dann würde ich darüber so in Abständen ein paar Videos machen wollen. Eigentlich ist das Video hier gar kein richtiger Level-Talk, weil ich das Rennen hier im Dino-Tal noch gar nicht freigeschaltet habe, also eigentlich noch gar nicht leveln kann. Aber ich habe hier noch eine Quest fertig zu machen und vielleicht schaffe ich das ja, während wir quatschen, diese Quest fertig zu machen und dann vielleicht das Rennen freizuschalten. Mal schauen, ob mir das am Ende gelingt. Wie bin ich also zu YouTube gekommen? Ich hatte in meinem Einleitungsvideo ja schon erzählt, dass ich erst sehr kurz Star Stable spiele. Ich habe damit im Juni 2020 erst angefangen und ja, das Spiel hat mich aber gleich gepackt und ich hatte total viel Spaß dabei, die Quests zu machen und mir Pferde zu kaufen. Und auf das Spiel aufmerksam gemacht hat mich tatsächlich die liebe Odette. Wir sind schon seit der Grundschule befreundet und spielen ganz häufig Computerspiele oder Konsolenspiele gemeinsam und empfehlen uns dann auch immer Spiele, die der eine oder andere gut findet. Und da wir so einen ganz ähnlichen Geschmack haben und wissen, was der andere mag, ist das auch immer relativ einfach zu wissen, dass der andere das jeweilige Spiel wahrscheinlich auch gerne mögen wird. Und die Idee, dann YouTube-Videos zu machen, kam natürlich auch bei einem gemeinsamen Ausritt mit Odette. Wir sind also durch die Gegend geritten, hatten Spaß miteinander und haben dann so ein bisschen rumgewitzelt, dass es doch lustig wäre, wenn man gemeinsam YouTube-Videos machen würde und dann vielleicht auf so einem Splitscreen eben parallel zu sehen werde. Und da ist tatsächlich die Idee geboren, dass wir eine gemeinsame YouTube-Videoreihe starten, wo wir eben gemeinsam Rennen machen und zu zweit zu sehen ist. Und diese Serie, die ist auch auf Odettes YouTube-Channel dann zu sehen. Ihr Channel findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Guckt da also gerne mal rein, guckt euch die Videos an. Das ist also der Beginn mit YouTube gewesen für mich. Und eigentlich wollte ich dann gar keinen eigenen Kanal starten. Ich hatte mir so gesagt, naja, wenn ich mit Odette hin und wieder mal ein Video mache, dann reicht mir das schon aus und ich habe so viel zu tun. Und dann noch eigene YouTube-Videos machen, ach eher nicht. Naja, und wie das dann immer so ist, wenn einem irgendeine Sache Spaß macht, das hat mich total angefixt und ich wollte unbedingt einen eigenen Kanal starten und einige Videos machen, weil ich hatte dann so viele Ideen im Kopf, was ich alles machen würde und ja, das ging einfach nicht anders, ich musste einen Kanal starten. Ich hatte vorher tatsächlich schon auf Instagram einen Account angelegt für die Lea, den ich dann eben auch Leia Elfdaughter genannt habe. Und da hatte ich schon angefangen, immer mal wieder hübsche Bilder von Leia und ihren Pferden zu posten. Und das hatte mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich gerne Fotos mache und Fotos bearbeite. Und deswegen habe ich auch meinen Kanal dann genauso genannt, also auch Leia Elfdaughter. Ich hatte gerade nochmal nachgeguckt, ich habe tatsächlich meinen Kanal am Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober 2020, gegründet. Das ist natürlich ein Datum, was man sich sehr gut merken kann. Ja, seitdem bin ich fleißig am Videos drehen. Ich probiere gerade noch ganz, ganz viel aus, mache verschiedene Sachen, gucke, was mir gefällt, was aber auch euch gefällt. Deswegen ist es für mich ganz hilfreich und ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mit mir interagiert, wenn ihr mir schreibt und sagt, was ihr gut findet, was ihr auch nicht so gut findet. Und ja, ich hoffe, dass ich in Zukunft noch viel mehr schöne Videos für euch und für mich machen kann und werde. Schreibt mir also eure Meinung immer gerne in die Kommentare, da freue ich mich drüber. Und auch gerne, was ihr in dieser Serie hier Level Talk gerne hören wollt.
Ich merke gerade, ich brauche doch sehr viel länger, um diese Quest fertig zu machen. Ich werde die jetzt einmal fertig machen bis zum Rennen und euch das im Zeitraffer dann zeigen. Und dann sehen wir uns gleich zum Rennen hier im Dinotal. Ich musste gerade überlegen, wo wir sind. Hier doch noch mal zeigen. Ich habe gerade diese Ingenieurin abgeholt und die sitzt so niedlich hinten auf dem Pferd und hat den kleinen Hund im Arm. Das ist so süß. Guckt euch das mal an, wie sie da hinten rumwippt. Das finde ich mega witzig. Ich habe es doch noch geschafft, letztendlich. Ich glaube, ich habe jetzt das Rennen freigeschaltet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bringe jetzt gerade den Hund dorthin und ja, grünes Ausrufezeichen sieht gut aus. Sehr gut. Wettbewerb kann gestartet werden. So, zu meiner Verteidigung vorab möchte ich schon mal sagen, ich trage eine Brille und ich kann ganz, ganz schlecht weiß auf weiß erkennen. Das finde ich wirklich schwierig. Also kann ich nicht dafür garantieren, dass ich hier nicht gleich irgendwo ins Wasser falle, in irgendeine Spalte, in, keine Ahnung, irgendwo hinlaufe, wo ich nicht hinlaufen sollte, weil ich irgendwie zu spät das Hindernis sehe oder den Weg sehe, wo ich hin soll. Ist, ja, sie seht ihr hier. Das, genau das meinte ich. Da war ich zu langsam. Wenigstens habe ich schon vorab darauf geachtet, ach, hier links geht's lang, dass ich ein kältebeständiges Pferd habe, weil ich habe ja schon von anderen gehört, dass es für dieses Rennen sehr, sehr wichtig ist, das mit einem kältebeständigen Pferd zu machen, weil man einfach sonst die Geschwindigkeit nicht hinbekommt und eben über diese Wasserwege dort nicht richtig rüberkommt. Und wie ihr eben bei mir gesehen habt, ich war einfach zu langsam, ich war nicht im vollen Galopp und dann funktioniert das eben einfach nicht so richtig. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Rennen bis jetzt sehr, sehr gut. Ich finde das total klasse, hier durch dieses Dino-Gerippe zu reiten. Und sowieso einfach die Vorstellung, ich mag Eis und Schnee total gerne. Ich freue mich auch jetzt schon wieder auf den Winter. Hier so ein Eisrennen zu haben, das ist schon cool. Das werde ich, denke ich, schon öfter auch so im Spiel beim Leveln dann mit einbauen, auch wenn man hier mal erstmal hin muss. Aber gut, das ist es dann, glaube ich, wert. Naja, zumindest in meiner anfänglichen Euphorie sage ich das jetzt mal so. Ob das tatsächlich dann noch so ist, werde ich dann schauen. So, das Rennen ist beendet und damit würde ich auch mein Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir gerne bitte, wie ich schon vorhin gesagt habe, in die Kommentare, ob ihr sowas gerne hören wollt oder eher nicht. Und dann würde ich mich verabschieden und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, eure Lea.